Wir sind ja hier, damit Bauern und Verbraucher gemeinsam zeigen, dass wir für eine gerechte und grüne Agrarreform sind. Deshalb ist ja auch ein Trecker heute gekommen. Vielleicht ist der Treckerfahrer hier und kann doch mal kurz sagen, wo er herkommt. Nee, der ist gerade verschwunden. Hat noch jemand? Einmal kurz für die Leute, die gekommen sind, sagen, wo kommst du her mit deinem Trecker? Ich komme aus Gatow, bei Berlin, ja. Und was machst du dort? Ich baue gerade im Moment ein neues Projekt auf, das heißt Speisegut, und wir machen solidarische Landwirtschaft. In vielfältigster Weise Gemüsebau bis 43 Kulturen im Jahr und genau. Ja, wow, das ist ökologische Vielfalt, wie wir uns sie vorstellen. Vielleicht kannst du noch in kurzen Worten erklären, was solidarische Landwirtschaft ist. Solidarische Landwirtschaft ist, dass wir Verbraucher ansprechen, die sich als Gruppen bilden und den Bauern ganz direkt stadtnah das Gemüse abnehmen und dafür eben sorgen, dass die Bauern auch eine feste Abnahme eben haben. Kurz und knapp. Ja, gut, dein Name noch einmal? Christian Heimann. Okay, dann vielen Dank an Christian Heimann, der heute mit seinem Trecker gekommen ist, um mit uns zu demonstrieren. So, und jetzt würde ich nochmal Benny Herlin hier nach vorne bitten, der für die Zukunftsstiftung Landwirtschaft arbeitet und auch ein Experte ist auf dem Themengebiet der EU-Agrarreform. Hallo Benny. Guten Morgen, danke. Ich dachte mir, ich spreche mal über ein Thema, was wir hier auf den Plakaten ja fordern. Wir sagen, wir wollen Fruchtfolge statt Maiswüsten. Im Moment ist es so, dass die EU-Kommission vorschlägt, dass ein Landwirt, damit er die 300 Euro pro Hektar bekommt, die im Moment an Direktzahlungen da garantiert werden, die größte Frucht nicht mehr als 70% einnehmen darf und die kleinste nicht weniger als 5%, und insgesamt soll er 3 Früchte anbauen. Aber das bedeutet, er kann Jahr für Jahr weiter auf 70% Mais anbauen. Und dem gegenüber fordern wir eine Fruchtfolge, das heißt, auf der gesamten Fläche muss mindestens 3 Jahre lang immer etwas Neues angebaut werden. Aber jetzt freuen wir uns, hier ist Prominenz zu uns gekommen. Guten Morgen. Guten Morgen, vielleicht stellen Sie sich selbst kurz vor, Sie sind ein Neuer in dem Geschäft, wahrscheinlich nicht. Ganz neu nicht, aber ich bin der neue Staatssekretär im Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Hallo! Ich bin aus Nordrhein-Westfalen gekommen und gerade den zweiten Tag in Hannover. Und die Veranstaltung heute wird, denke ich, eine spannende Angelegenheit. Ich vermute mal, Frau Aigner will sich ihr Verhandlungsergebnis schönrechnen lassen heute und den Ländern erklären, dass das ein ganz tolles Verhandlungsergebnis für die Bundesrepublik ist. Dem werden wir entgegenhalten. Wir sind uns einig, sowohl die SPD-regierten und grün-regierten Länder sehen darin kein überwältigendes Ergebnis. Insbesondere die Kürzungen in der zweiten Säule zulasten der Agrarumweltmaßnahmen sind völlig unverhältnismäßig. Deine Fahne ist ganz schlecht im Livestream. Wir halten das für eine dramatische Entwicklung. Gegen Biodiversität, gegen Tierschutz und. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Insgesamt bedeutet das für Deutschland über die gesamte Förderperiode ungefähr über 5 Milliarden weniger. Überproportionale Kürzung in der zweiten Säule kommt überhaupt nicht in Frage. Wir werden das...
zweite Säule für Agrarumweltmaßnahmen. Ich glaube, das wird passieren, weil die Agrarumweltmaßnahmen attraktiver werden für die Landwirte. Insbesondere deshalb, weil keine Kofinanzierung dafür bezahlt werden muss, dann für diese 15%. Ob das insgesamt immer ausgeschöpft wird bis nach ganz oben, kann ich jetzt nicht sagen, aber Ziel ist es natürlich. Ganz entscheidend wird ja auch sein, wie jetzt das Europäische Parlament zusammen mit dem Agrarministerrat, in dem Frau Aigner für alle Deutschen ja sitzt, die Einzelheiten aushandelt. Und für uns hier, die wir hier stehen als Möhre und Erbse, Erbse als Königin der Leguminosen insgesamt natürlich, ist eine entscheidende Frage. Werden wir es schaffen, dass wenigstens 7% ökologische Vorrangfläche zum Schluss rauskommen? Und welche Möglichkeiten haben die Agrarminister da, Druck auf die deutsche Position auszuüben? Achtung! Also die 7% sind zwar jetzt nicht in der Zahl genannt, in dem Vorschlag oder in dem Beschluss des Ratspräsidenten, aber die 7% stehen auf der Tagesordnung. Wir werden das versuchen durchzusetzen. Wir werden dazu auch im Zweifelsfalle, wenn die Agrarministerkonferenz da nicht einen klaren Beschluss zu trifft, obwohl wir das in Suhl schon mal gemacht haben, wenn Sie sich erinnern, hat die Agrarministerkonferenz entsprechende Beschlüsse gefasst, hat die Bundesregierung nicht durchverhandelt, letztlich am Ende nicht durchverhandelt, stehen da nicht mehr. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, auch nochmal über den Bundesrat im Zweifelsfalle hier die Bundesregierung vor uns her zu jagen. Niedersachsen verhalten wird bei der tierischen Industrieproduktion. Ja, das steht in unserem Koalitionsvertrag, der 96 Seiten stark ist, glaube ich. Aber dass gerade wir jetzt, die neue Landesregierung, uns gegen diese industrielle Tierproduktion wenden, ist klar vereinbart zwischen den Koalitionsparteien. Wir haben gesagt, wir wollen an die Privilegierung ran, was die großen Ställe angeht und die industrielle Tierproduktion. Wir wollen da was im Baugesetzbuch ändern. Die Privilegierung, die muss weg dafür. Das ist unser klares Ziel. Wir sind für deutlich mehr Tierschutz. Wir sind für die Einführung in Niedersachsen, für das Verbandsklagerecht, für die Tierschutzverbände. Wir wollen, dass deutlich mehr Tierschutz passiert, als das zurzeit der Fall ist. Und das ist vereinbart zwischen den Koalitionsparteien. Ich freue mich auf eine spannende Energie- und Agrarwende auch in Niedersachsen. Vielen Dank. Ich darf Ihnen hier noch die Forderungen mitgeben, die wir heute präsentieren. Es gibt verschiedene Eingänge. Am schnellsten kommen Sie vorne rein. Danke, wie immer. Tschüss. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Niedersachsen hat ja einiges zu tun. Ja.